Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Life is Feudal. Ja, wir haben endlich wieder Montag. Mit dabei der gute Yuyuka. Nabend. Und Riseke, ne? Die anscheinend gerade AFK ist, unser Gloinzer. Moin. Und unsere Nicola. Hallo. Und natürlich unser Rahman ist auch wieder dabei. Huchuch. Jetzt hänge ich hier fest, verdammt. Und wie ihr wieder bei mir sehen könnt, wir haben mal wieder tiefsten Winter. Es ist alles wieder eingeschneit und wir haben wahrscheinlich, wenn alles gut geht, demnächst Wintergetreide. Erstmal muss ich sehen, dass ich aus diesem Erdhügel wieder jetzt. Ich würde sagen, ich hänge an so einem Erdhügel fest. Das gibt's ja gar nicht. Gibt's doch gar nicht. Ja, ich werde wahrscheinlich erstmal wieder Granit-Taxi spielen. Aber uns fehlen weniger als 3000 Granit. Eho. Klingt zwar immer noch besser als die 8000, aber 3000 klingt auch nicht schön. Dein Mikro. Ja, sie pustet wieder rein. Ich puste gar nicht. Na doch, bist halt der Blasehase. Aha. Ich möchte meine Videos nicht USK 18 schalten, Barock. Warum denn das? Ich finde das nicht so toll. Mikro. Anderes Wort für pusten. Wind machen. Ja. Da fallen mir auch wieder ein paar Sprüche zu ein, aber die... Lass mal lieber. Habe ich euch jetzt richtig verstanden, dass ihr wahrscheinlich jetzt erstmal dazu sehen werdet, dass ihr weiterkommt bei eurer Baustelle, also Granitschleifen. Jede Menge Granit. Ich bin guter Dinge, dass wir das heute fertig kriegen können. Was heißt heute? Also diese Aufnahmesession. Sag doch ganz einfach am Freitag. Ja, mal gucken, das wird sportlich, ne? 3000 Granit bis Freitag ist schon eine Ansage. Ich habe mir für Freitag auch ein großes Ziel hier gesetzt. So, wo hänge ich denn jetzt schon wieder? Himmel, Satan. Oh toll, der Wagen hängt in einem Baum fest. Dann musst du den Baum fällen und den Baumstamm mitbringen. Ich kann aber einfach rückwärts aus dem Baum wieder rausfahren. Wow. Das ist ja langweilig. Du, ich habe hier einen engen Zeitplan. Ich habe keine Zeit für so einen Kasperkram hier, dass ich da noch Bäume fällen muss. Kasperkram, so nennt er das. Hey, da ist ein Rahman. Auch mit dem Karren unterwegs? Nein, zu Fuß. Weiter Weg zu Fuß, oder? Geht. Schneller als mit dem Karren. Ja, aber langsamer als mit dem Pferd. Das hole ich ja gerade. Ach so. Wenn ich es wiederfinde. Steht wahrscheinlich oben an der Bergspitze. Oder eventuell noch an der alten Stelle. Aber ich bin nämlich gerade nicht ganz sicher. Also hier oben an der Bergspitze steht ein Pferd. Ja, da steht. Hier steht aber auch ein Pferd. Ja, siehste. Wollte ich vor kurzem sagen. Daher wird das wahrscheinlich meins sein. Von Nicola war nämlich eins da. Von mir ist eins da. Und ich glaube von Sekene auch. Das Gescheckte ist meins. Und ich glaube, Rahman hat auch ein Geschecktes, oder? Genau. Da war auch ein ganz weißes. Das stand eben. Ganz hinten oben an der Bergspitze, das habe ich mit runtergebracht. Ja, das ist das von Sekene. Weißes Schlachtross. Ja. Genau, ich habe so ein braunes. Braun Fuchs ist das, glaube ich, heißt das. Mhm. Braun-rot. Sehen die normalen Pferde nicht alle gecheckt aus und erst dann bei Schlachtross ändert sich das? Nee. Weil wir haben, glaube ich, die normalen Pferde haben wir ja nur gecheckt und die anderen sind ja alles Schlachtrösse mittlerweile. Ja, es gibt auch nur noch ganz wenige von uns, die noch kein Schlachtross reiten können, wie ich.
Ja, selber schuld. Die Schlachtrösser sind auf jeden Fall besser. Haben mehr Ausdauer, sind etwas besser fürs Gelände geeignet. Das glaube ich dir auch sofort, aber ich bin halt zu blöd, die passende Waffe zum Skillen rauszusuchen. Tja, anderthalb Händler, ne? Ja, und der anderthalb Händler braucht einen Vorskill und den habe ich nicht. Nee, braucht er nicht. Kampffertigkeit. Nee, das ist der erste Skill Ritter. Oder Reiter, oder wie heißt der? Ja. Kavallerist, genau. Kavallerist, und da habe ich schon 49 Punkte drin, fast 50. Siehste. Und 60 brauchst du. Und mit hier 0 kannst du anderthalbhändige Schwerter benutzen. Dann muss ich wahrscheinlich mal gucken, ob ich eins rauskramen tue. Die müssten ja, wenn dann im Waffenständer bei der Übungspuppe stehen. Ich weiß gar nicht, ob wir noch ein anderthalbhändiges Übungsschwert haben, aber das zu bauen ist jetzt ja auch kein Aufwand. Brauchst ja nicht mehr Seil dafür, die nehmen ja jetzt Schnur. Ja, wurde aber auch, hat auch lange gedauert, bis sie das weggepatcht haben. Die Übungswaffen waren ja damals richtig teuer. Tja. Habt ihr schon wieder einen Wagen voll mit Granit? 3, wir sind gerade am Schleifen. Ich meine mit fertigen Granit. Ja, das ist nicht, also ist momentan nur das Gestein drin. Ja, statt der 25er Stacks könnt ihr die ruhig auf 40 machen. Ich kann 40 immer nehmen, dann kriege ich das alles schneller an die Baustelle. Okay. Kräuterbeete sind übrigens alle angesetzt. Sehr gut. 40, die macht gleich 50. Jetzt erinnert mich Windows, dass es gerade ein Update gibt. Ja. Ja, 40 ist doch richtig. Windows muss dich auch daran erinnern, dass es ein Update gibt, damit du den Rechner irgendwann vielleicht doch nochmal neu startest. Ach, Rechnerneustart wird völlig überbewertet. Erzähl das dem Windows-Update. Ach, das ist doch nur, damit du noch besser ausspioniert werden kannst. Aber was will die CIA denn auf meinem Rechner sehen? Was weiß ich? Attentatspläne. Sowas mache ich noch handschriftlich. Ich glaube nicht, dass die CIA an deinem Rechner Interesse hat. Bei der NSA ist das eine andere Sache. Ja, die klauen sich heimlich meine Speicherleistung. Meine Rechenleistung. Stimmt, die NSA war der inländische Geheimdienst, oder wie war das, ne? CIA ist der ausländische. Das ist ja irgendwie, bei denen ist das ja alles so kompliziert. Ja, bei uns ist es definitiv der BND. Der ist für beides zuständig. Und dann haben sie auch noch den Secret Service, einen Geheimdienst, der nur für den Präsidenten zuständig ist. Oder die Präsidenten und die Kandidaten. Ja, aber das ist ja auch Leibwache oder was, ne? Ja, das Secret Service bewacht aber auch Ex-Präsidenten ihr Leben lang. Ja, es sind aber nicht nur Leibwache, die haben auch Geheimdienst. Man könnte es vorsichtig sein, ich lehne mich jetzt mal ganz weit aus dem Fenster, da werde ich wahrscheinlich gleich vom Barock korrigiert, aber ich bezeichne den Secret Service, also die Eskorte des Präsidenten, inzwischen schon so ein bisschen als Schweizer Garde. Weil die beiden haben so ziemlich die gleichen Aufgabenbereiche. Weiß nicht, Schweizer Garde ist nicht wirklich ein Geheimdienst, ne? Passt aber auf den Schäfer auf. Ich habe trotzdem mehr Angst vor der Schweizer Garde als vor dem anderen. Kampftechnisch. Da sind ja, die Schweizer Garde mit Sicherheit um Längen besser. Weiß nicht, darüber bilde ich mir lieber kein Urteil. Ich möchte von beiden keine auf die Mütze kriegen, weil ich weiß, dass ich nach dem ersten Handkantenschlag auf dem Boden liegen werde. Das ist wieder eine ganz andere Geschichte. Weil ich weder wie Barock irgendwie Nahkampftraining mal gemacht habe, geschweige denn irgendwie seine Statur habe.
Okay, Pferd muss verschnaufen. Zwangspause. Yep. Wie gut, dass das nicht mehr so hoch ist, Hust. Ja, bei mir gibt es jetzt derzeit auch immer sehr interessante Arbeiten zu begutachten. Ich bin jetzt auch nur mit Terraforming beschäftigt. Die nächsten Folgen. Aber wie gesagt, am Freitag gibt es bei mir eine große Überraschung. Deswegen, ich hoffe, dass auch Chris, Barock dabei ist. Mit Sicherheit nicht. Nee? Ich habe hier so viel zu tun, ich bezweifle, dass ich dafür Zeit haben werde. Du müsstest eigentlich nur kurz vorbeikommen und kurz applaudieren. Mehr will ich gar nicht von dir. Tja, ja, dann dafür habe ich erst recht keine Zeit. Bergfried, dann wird er das bestimmt machen. Ja. Meine Fresse hier. Das reinste Schlangentaxi. Links, rechts, links, rechts. Kann ich mir ganz gut vorstellen, dass das für dich nervig sein muss. Ja, fahr mal so einen Handkarren bis nach oben hoch. Hier so ein Pferdekarren. Man weiß aber echt, was du gemacht hast. Und ich glaube, ich habe auch noch die falsche Stelle erwischt. Ich hoffe, das passt hier noch. Way, es wird schon wieder dunkel. Mein Glück, da muss ich mir das Elend hier nicht mehr angucken. Muss ich ja mal wieder meine Fackel ausrüsten. Ich versuche hier seit 13 Minuten einen Berg hochzufahren. Echt? Ja, fahr hier mal hoch. Aber wenn ihr schon so kommt, lieber nicht. Ich glaube, ich habe es fast geschafft. Jetzt wird's interessant. Hat eigentlich schon mal wieder jemand was von Battlefront 2 gehört? Haben die das mit den Lootboxen jetzt in den Griff gekriegt oder stirbt das Spiel langsam? Ich weiß bloß, dass das letzte Jahr das Jahr der Lootboxen heißt. Weil fast jedes gute Spiel Lootboxen drin hatte, was auch viele Spieler ziemlich angeödet hat. Tja, einer der Gründe, warum ich mir da nichts von geholt habe. Eben, ich hätte es mir am liebsten zwar auch nicht geholt, aber ich bin nun mal auch ein riesengroßer Herr-der-Ringe-Fan, deswegen musste bei mir definitiv Schatten von Mittelerde 2 sein. Und ich muss ganz ehrlich sagen, da hast du schon nach ein paar Tagen abgesehen, wer echt Geld reingesteckt hat und wer nicht an den Lootboxen. Vor allem, wenn es um den Festungsüberfall ging. Weil der Spieler, der wirklich die Echtgeldboxen gekauft hatte, der hat einfach die besseren Generäle drin gehabt. Und das fand ich war schon eine ganz schöne Schweinerei. Tja. Du konntest zwar die Generäle auch in der Welt dir zusammenfarmen, das ging auch, aber da hast du echt Tage gebraucht, bis du was Ordentliches zusammen hattest.
Wo haben sie denn noch Echtgeldboxen? Shadow of Mordor 2, Battlefront 2, ich glaube Call of Duty auch, oder? Das weiß ich jetzt gar nicht. Ja, ich auch nicht. Ich habe immer, wenn ich da irgendwas höre mit hier diesen komischen... Ja, stimmt, bei Call of Duty heißen die, glaube ich, Battle Packs. Immer wenn ich da was höre mit diesen Lootboxen, dann ist das Spiel für mich automatisch abgespeichert und weg. Also das ist... Ich bin mir dann erst gar nicht. Das so, also so ein Blödsinn unterstütze ich nicht auch noch. Bei Counter-Strike Go ist das etwas besser. Diese Boxen, die du da kriegst, das sind immer im Prinzip dann andere Aussehen für die Waffe oder sowas, aber die Waffen selber sind immer noch identisch im Prinzip. Ja, wenn das rein Kosmetik ist, habe ich da auch keinen Stress mit. Aber bei vielen Sachen ist das halt, die haben halt wirklich Game-Changer-Wirkung quasi. Und ich sage ja, das kannst du nicht auch noch unterstützen, dass man da dann echt auch noch sich das Spiel für viel Geld kauft und sich dann anschließend noch die Hosen ausziehen lässt, weil die Leute noch mehr verdienen wollen. Sehe ich nicht ein, ganz ehrlich. Ja, wobei du hattest ja auch beispielsweise noch Lootboxen, wenn ich mal auf ein ganz altes Spiel von uns zurückgreife, League of Legends. Da konntest du die Lootboxen ja auch holen. Das hat dir ja auch Spielvorteile gebracht. Aber zum größten Teil aber auch Kosmetik nur. Was für Lootboxen? Die Boxen, die du dir kaufen konntest für Ingame-Währung. Was für Boxen? Wollte ich gerade sagen, was für Boxen? Die Designboxen. Beispielsweise rosa-roter Tarek. Ach, das sind Skins, keine Boxen. Das ist tatsächlich auch nur Kosmetik. Wollte gerade sagen, das Einzige, was da Spielauswirkung hat, sind die Runen. Und die kaufst du ja gegen die ganz normalen Credits, die du während des Spiels kriegst. Naja, kosmetische Dinger ist immer noch eine ganz andere Hausnummer, als wenn es dann wirklich echt Geld kostet. Oh, dann haben wir keine fertigen Steine mehr hier. Nur noch Rohgranit. Okay. Na, nur noch Rohgranit. Okay, dann müssen wir schleifen. Oh, hier liegt noch ein Beutel am Boden. Mit 25 Steinen. Komme ich noch nicht ran, dass ich meine Steine reintun kann, weil ich habe oben einen kleinen geschliffen gehabt. Nee, das geht noch nicht. Gut, dann pushe ich erstmal den Wagen. Der ist immer 3 Minuten oder 2 Minuten geblockt. Etwas nervig. Und dass man das nicht für Gildenanhänger ausschalten kann. Ja. Vielleicht kommt das ja noch mit MMO. Soll ich den anderen Wagen umräumen, weil da ist noch Granitstein? Ja, dann schmeiß rein. Okay, dann räume ich den mal kurz um. Dann habe ich den gerade nicht gesehen. Ich habe nämlich gerade noch nach Granitstein geguckt. Also, ich meine, Entschuldigung, nicht Stein, sondern hier... Na, wie heißen sie? Was noch verarbeitet werden muss. Granit einfach. Ja, genau. So, lala, ich brauche jetzt erstmal was zu beißen. Könnte sein, dass Barock demnächst auch mal wieder in die Küche muss. Nicht bevor der Bergfried fertig ist.
Dann gucken wir mal rein, was Barock fertig hat. Ach, es sind doch 50 Süppchen da. Und sogar noch ein bisschen Speck. Aber wo ich gerade schon mal hier bin, haben wir noch irgendwo Seil rumliegen? Wahrscheinlich im Lagerhaus. Das war natürlich das falsche Öffnen. Muss ich ja wieder alleine schleifen hier. Ich schleife die ganze Zeit mit. Also. Ich würde schon sagen, Klein steht ja da. War das alles an Granit oder ist in anderen Wagen noch was drin? Die Wagen waren alle voll. Das war der erste Wagen, den ich angefangen bin mit Schleifen. Ja, den anderen habe ich jetzt leer gemacht. Und ich glaube, den dritten hast du hergebracht. Drei müssen da jetzt rumstehen. Vier. Ja. Vier. Du musst in den vierten Lager noch reingucken. Dann will ich gleich noch mal ganz kurz was an der Schmiede nachgucken. Mal schauen, wo ist denn... Raman? Ja? Wo hattest du denn das Naphta gelagert? Das Naphta ist da, wo die anderen Sachen auch sind. Ich kenne mich in deiner Ordnung leider nicht aus. Könntest du mir sagen, wo die anderen Sachen sind? Sind die in der Stadt oder sind die draußen auf dem Alchemieplatz? In der Stadt. Wo auch die Tränke sind. Da sind die Reagenzien. Die ist leer. Also hier ist noch auf jeden Fall noch ein Wagen. Da sind ebenfalls der Skrube fast voll. Aber wenn ich den jetzt voll mache, könnt ihr nichts mehr in den aktuellen Wagen reintun. Der Wagen, wo wir dran schleifen, ist fast voll. Ja, deswegen. Ich habe nämlich gerade gemerkt, wenn ich da jetzt noch den 240er-Stick reintun würde, dann könnt ihr nichts mehr nachbauen. Ne, das wäre doof. Deswegen, ich lasse den anderen jetzt einfach voll, wie er ist. Ich gucke zwischendurch, ob
bei euch dann wieder Platz wird oder so. Dann bin ich jetzt wohl gerade blind. Ich hab das Naftan. Da ist eine Kiste, wo die ganzen Sachen drin sind. Eine Kiste? Ja, im Küchenbereich. Die steht im Küchenbereich. Wo auch die anderen Tränke sind, sagte ich ja. Wo ich übrigens gerade hier bin, Barock, hast du noch Mehl in der Mühle? Also müsstest du die Mühle ein bisschen mahlen? Weiß ich nicht. Ich tu mal kurz ein bisschen schleifen, bis es wieder heller ist und ich was sehe. Das ist super. Desto schneller kriegen wir hier wieder Steinchen zusammen. Ist massig Mehl oben, aber ich kann sie nicht anstellen. Zu wenig Skill? Weiß ich nicht. Ich habe den, ich habe auch nur noch 2 Korn drin. Ne, dann reicht das, glaube ich, auch nicht. Weiß ich jetzt gar nicht mehr, ob der mehrere umwandelte oder nicht. Ich weiß bloß, dass das irgendwie günstiger war, die Mühle zu nutzen. Auf jeden Fall, ja. Das Verhältnis ist ein viel besseres. Deswegen wird er wahrscheinlich mehrere auf einmal umwandeln. Ja, ich glaube, das Verhältnis war 1 zu 5 anstatt 1 zu 10 oder irgendwie so. Also sie war knapp um die Hälfte billiger als der normale Mahlstein. Ja, das passt dann ja. Insofern ist die Mühle schon eine gute Investition. So, da muss ich jetzt gleich nur noch die ganzen Stämme dafür sägen. Und dann gibt mir hier auch ein Licht auf. Wobei, ich schätze mal, auf der Seite wird die Laterne scheiße aussehen. Ich lagere es erstmal noch ein. Hat heute schon jemand nach dem großen Stall geschaut? Bezüglich Nein. Futter? Weil ich habe jetzt 85 Mist rausgeholt. Das wäre ein bisschen was. Wir haben jetzt 270 Mist in dem kleinen Handwiegelchen hier liegen. So, Wagen ist wieder voll, Inventar auch. Dann bis gleich. Jo, bis gleich.
Aber erstmal muss ich abmoderieren, weil das war schon wieder eine halbe Stunde. Also, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen, Kommentar oder ein Abo da, wenn ihr mitspielen wollt. Jeden Sonntag, 18 bis 22 Uhr, sind wir hier am Zocken. Könnt ihr gerne dazukommen, ihr könnt mit uns spielen oder euer eigenes Ding machen, bleibt ganz euch überlassen. Und ja, Passwort IP stehen wie immer unten in der Videobeschreibung und dann sehen wir uns am Dienstag. Tschüss. Tschüss. Ciao.